Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Als Konvertit in muslimisch geprägten Ländern hat man es nicht leicht. Man ist auf die Gebete anderer angewiesen. Das weiß Pastor Thomas Samuel aus eigener Erfahrung. Beim diesjährigen Open Doors Tag, der verfolgten Christen gewidmet ist, erklärte er, dass es noch sehr viele Konvertiten gibt, für die man beten muss. I think actually the Christian in Egypt, to be specific in the answer, cannot be seen as one group. Ich denke, die Christen in Ägypten, um konkret zu werden, können nicht als eine Gruppe gesehen werden. Ich sehe die Christen in vier Gruppen. Generell kann man sagen, dass sie in ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind. Zum Beispiel wird es nie einen Christen als Präsidenten geben, weil das Gesetz besagt, dass der Präsident Moslem sein muss. In the lower level, like in the countryside. In den unteren Schichten, wie etwa auf dem Land, ist die Freiheit der Christen eingeschränkt, weil sie durchaus verfolgt werden könnten. Sie leben zwar frei als Christen, aber sie haben immer noch eine Menge Grenzen und jeder Fehler kann dazu führen, dass eine muslimische Familie sie verstößt. Die anderen beiden Gruppen sind Konvertiten. Die eine Konvertitengruppe muss sich verstecken. So zu leben ist unerträglich. Und der andere Teil wird verfolgt oder muss ins Gefängnis, weil er mit jeder Art von Verbrechen konfrontiert wird, auch wenn es kein religiöses Verbrechen ist. Thomas Samuel weiß das, weil er selbst in einer ägyptischen Salafistenfamilie aufgewachsen ist. Eines Tages ist ihm Jesus im Traum begegnet. Seine Barmherzigkeit hat dem strenggläubigen Moslem die Kraft gegeben, die schwere Zeit seiner Konversion zum Christentum zu überstehen. Hat Gott für Christen eine Lebensberufung vorgesehen? Ist es als Christ besser, in Bewegung zu bleiben oder auf die Stimme aus dem Himmel zu warten? Auf Fragen wie diese antwortet die Sängerin Jennifer Pepper in der aktuellen Folge des Podcasts Idealisten der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Die 35-Jährige ist seit dem 11. Februar gemeinsam mit Markus Walter für die Moderation der Sendereihe Mensch-Gott von ERF Medien verantwortlich. Den IDEA-Podcast finden Sie online unter www.idealisten.net. In dem Format erzählen christliche Persönlichkeiten, wie sie ihren Glauben leben und was sie antreibt. Soweit die IDEA-TV-Nachrichten. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis bald.